An der Friedrich-List-Schule in Mannheim besteht sie auch im Unterricht. Die Maskenpflicht. Mit mehr als 240 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Wochenende ist die Stadt ganz vorne mit dabei in Baden-Württemberg. Ich glaube auch, dass alle eigentlich verstanden haben, wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen, einen Mundschutz zu tragen. Ich fühle mich schon sicher. Ich sehe die Schule nicht als wirklich großes Problem, sondern eher die Hinfahrt mit dem Bahn, weil wir mit sehr vielen Menschen in Kontakt kommen und dann wieder aufeinander sitzen im Klassenzimmer. Nicht jeder hält sich dran. Natürlich, wenn kein Lehrer guckt, ziehen ein paar Leute die Masken aus, aber sonst eigentlich im Ganzen zieht eigentlich jeder die Maske an und passt auch auf, dass er nicht alles anfasst. Im Unterricht selbst und mit den Regeln selbst, und wenn man die einhält, muss man sich schon Mühe geben, sich anzustecken. Die Diskussion darüber, dass gerade Gymnasien und Berufsschulen Infektionstreiber sein sollen, versteht Schulleiter Peter Bischof nicht. Er sieht die Schulen auf dem richtigen Weg. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Zumindest für unsere Schule können wir das derzeit nicht bestätigen. Wir haben immer wieder weniger Fälle, aber es gibt nach jetzigem Stand eigentlich keine Fälle, in denen sich Schüler und Schülerinnen untereinander angesteckt haben. Schulen und Kitas sind dennoch das politische Streitthema aktuell. Die Bundesregierung will einheitliche, härtere Regeln, die Länder nicht. Und sie kriegen Rückenwind. Eine Hamburger Studie aus der letzten Woche zeigt, dass das Infektionsrisiko in Schulen viel geringer sein soll als außerhalb. Der Stadtstaat hat zwischen den Sommer- und Herbstferien alle Corona-Fälle unter Schülern auf ihre Infektionsketten untersucht und den klaren Eindruck gewonnen, dass lediglich 20% der Schülerinnen und Schüler, die in dieser Zeit als Corona-infiziert gemeldet worden sind, sich vielleicht in der Schule infiziert haben können. Heißt, die übrigen 80% haben ihre Infektion nachweislich aus anderen Quellen. Außerdem haben sie herausgefunden, dass sich Schüler ab Klassenstufe 7 doppelt so häufig mit Covid infiziert haben wie ihre jüngeren Mitschüler. Das liegt am kleineren Rachenraum und dem verminderten Ausstoß an Aerosolen. Der Lehrerverband fordert deswegen erstens eine Einführung der Maskenpflicht an Schulen, zumindest für alle älteren Schüler. Zweitens, da wo die Zahlen durch die Decke gehen, auch Wiederherstellung des Abstands, also halbierte Klassen und wo notwendig dann auch vorübergehender Wechsel in den Hybridunterricht. Also Klassen aufsplitten und einen Teil online zu Hause unterrichten. Kein Verständnis dafür aus der Opposition im Bundestag. Zwar sind die Infektionszahlen hoch wie nie, der Anteil der Schüler in Quarantäne liegt aber gerade einmal bei 1,8%. Wer in dieser Situation den Präsenzunterricht bundesweit beschränken will, und ich nehme mit großer Sorge die Stimmen auch außerhalb dieses Hauses zur Kenntnis, dem fehlt es schlicht an den belastbaren empirischen Fakten, meine Damen und Herren. Auch das rheinland-pfälzische Bildungsministerium sieht ein solches Hybridmodell noch kritisch. Bildungsministerin Stefanie Hubig will aber weiterhin die aktuellen Zahlen im Blick behalten. Wir halten am Präsenzunterricht fest, weil wir einfach sehen, dass die Schülerinnen und Schüler, die den unmittelbaren Kontakt brauchen zu Lehrkräften, dass sie auch ein soziales Leben brauchen in Schule, ein gemeinsames Lernen. Trotzdem habe auch ich immer gesagt, ist es natürlich wichtig, auch da, wo das Infektionsgeschehen sehr hoch ist oder wo zum Beispiel aus schulorganisatorischen Gründen es nicht anders geht, kann man ein Wechselmodell auch leben. Und so sehen es auch viele Schulpraktiker. Die Politiker sollen keine pauschalen Entscheidungen treffen, im Gegenteil. Der Direktor der Friedrich-List-Schule in Mannheim würde sich von der Politik vor allem wünschen, dass wir innerhalb der politischen Vorgaben für unsere Schule frei entscheiden können, all das abhängig, wie wir dann den Unterricht organisieren. Denn für alles braucht es das Go der Behörden. Die Ministerpräsidenten derweil beraten sich übermorgen nochmal mit der Kanzlerin. Dann vielleicht auch mit neuen Entscheidungen.